Dann weiter. Jetzt sehen wir uns heute schon die zweite Festung an und ich nehme hier gerade erst die zweite Folge auf, so ungefähr. Okay, und hier geht's da weiter. Und hier haben wir dann Garnison der Falkenfalter-Legion. Kurz reingehen, damit wir wissen, wo wir da sind. Okay, beim Essensraum. Gehen wir da hoch. Hallo Wache. Was sagt er dir? Hallo Wache. Oh. Ist der da nicht da nach hinten entlang gegangen? Hä, bin ich jetzt ganz verblödet oder was? Wir haben doch gesehen, wie der da nach hinten was ist. Was sagt er dir? Chronische Mission, Himmelsrandmission. Welch glücklicher Zufall. Nun, um was geht es? Gehen wir mal da rein. Falkenfaltertürme. Runter da. Aufgeschlossen. Dann waren wir in diesem Turm hier schon. Haben wir die Türme tatsächlich schon gemacht? Aber wenn wir hier schon waren, haben wir auch mit dem schon geredet. Okay. Da würde es dann hier zu den Türmen weitergehen. Kurz da nochmal entlang. Aha. Wie kommt man hier hin? Bei einer Belagerung ist dieses Fleck hier fast komplett ungeschützt. Denn man kommt da und da nicht hin als normaler NPC. Na gut, gehen wir da rein. Mal sehen, ob wir hier auch schon waren. Jedem Herz. Erstmal runter. Jedem Herz. Wo kommt man da rein? Ah, da sind wir dann hier. Okay. Dann nach oben. Hier ist keine Tür. Hier ist eine Tür. Aha. Okay. Falkenfaltertürme. Da sehen wir uns, das sehen wir uns dann gleich nochmal an. Oh, ich dachte, man würde da hochkommen. Anscheinend nicht. Dann sehen wir es uns gleich an. Hier kommt man dann wahrscheinlich auch nicht hoch. Nein, aber hier sind Kisten, in denen nichts drin ist. Hier ist keine Tür. Hier ist auch keine Tür. Hier ist auch keine Tür. Und aufgeschlossen, wir waren hier also schon mal drin. Der tadelnde Kyras. So, jetzt reicht es. Jetzt will ich ein bisschen Ausdauer wieder haben. Die ist schon ziemlich niedrig. So. Dann. Au. Dann würde ich gerne da mal rein. Da geht es runter. Und hier gibt es nichts. Da geht es hoch. Und hier gibt es nichts. Und eine Falltür nach oben. Okay. Das war's. Da gibt's auch eine Tür. Garnison der Falkenfalter-Legion. Okay. Würde ich sagen, wir gehen hier unten rein. Das scheint der Haupteingang zu sein. Das scheint das Gefängnis zu sein, in dem wir bereits waren. Aufgeschlossen. Hallo Joshua. Joshua hat ein idiotisches Gedicht geschrieben und jetzt ist Joshua in Schwierigkeiten. Den kenne ich. Mit dem haben wir schon mal geredet.
aufgeschlossen. Also wenn das alles aufgeschlossen ist, haben wir natürlich auch schon mit allen hier geredet. Gehe ich mal davon aus. Ihr Loring. Habt mich als eure Gesellschaft gewählt. Ihr ehrt mich. Ah, Sirolus Saccus. Da ist der Sirolus Saccus ist da. Von dem wir die guten Hämmer kriegen. Mit dem haben wir auch schon geredet. Von dem kriegen wir die hier. Hammer des Sirolus Saccus. Qualität 2. Gewicht 1, Wert 200, Anwendungen leider nur 10. Der Großmeister hat nur 1,7 Qualität, wiegt auch 1 Kilo und auch nur 10 Anwendungen. Das heißt, doppelter Wert, aber nur ein bisschen mehr Qualität. Und im Vergleich zum Meister, Anwendungen sind auch 10, Gewicht verdoppelt, Wert halbiert, Qualität um 0,4 gesunken. Naja. Gut, aber mit dem haben wir schon mal geredet, das weiß ich noch. Was bist du für einer? Es ist mir eine Ehre, eure Bekanntschaft zu machen. Wunderbar, sie ist auch schon auf 100, also haben wir sie mit der garantiert auch schon mal geredet. Ich glaube, hier unten haben wir schon mit jedem geredet. Mit ich denen? Ich würde gerne mit euch reden. Es wäre mir geradezu ein Vergnügen. Bin ich mir fast sicher, dass wir noch nicht geredet haben. Zauber. Last, Levitation, Ausdauer entziehen, Stärke entziehen, Blitzschaden, Humanoiden beherrschen, Reflexion, Zauber absorbieren, Charisma absorbieren, Stärke absorbieren, Willenskraft absorbieren, Lebensenergie festigen, Pestresistenz und Lebensenergie wiederherstellen. Ich bin mir zu 100% sicher. Ich grüße euch vielmals. Der hat Ausbildung. Aber die mögen uns alle zu 100. Die können uns doch nicht so einfach zu alle zu 100. Der hat auch Ausbildung. Ist hier vielleicht schon eine aufgeschlossen? Nein, ist nicht. Aber ich glaube, wir waren da unten haben wir schon alles gemacht. Ich glaube, wir haben auch hier schon alles gemacht. Deswegen werde ich jetzt nicht mit denen reden, sondern nur hier kurz durch. Gehen. Ausbilden werde ich bei denen noch. Stumpfe Waffe auf 59 Punkte. Axt auf 46 Punkte. Das Glück mit euch. Willkommen. Und nochmal Axt auf 47 Punkte. So, damit wären wir bei 5 von 10 Punkten. Sehr schön. So, dann. Ja, du nicht. Na gut. Vanille-Deal. Der hat auch Zauber. Last. Levitation, Blindheit, Unsichtbarkeit, Stille, Lärm, Reflexion, Zauber absorbieren. Charisma absorbieren, Willenskraft absorbieren, Lebensenergie festigen Willenskraft, Pestresistenz, Krankheitsresistenz, Feuerresistenz, Frostresistenz, Magieresistenz, Lebensenergie wiederherstellen und Chamäleon und Zuflucht. Das ist. Moment mal, das ist Fralt. Mit dem können wir reden. War hier nicht doch irgendjemand mit einer zweiten Ausbildung? Wie wunderbar. Ich heiße euch willkommen. Okay. Nur einer mit Ausbildung? Okay. Fralt, bleib hier. Wenn ihr mit mir reden wollt, so wäre mir dies eine Freude. So, jetzt reden wir. Aber ich glaube, mit dem haben wir schon mal gesprochen, oder? Oh, okay. Es geht mir gut, Bürger. Was kann ich für euch tun? Benötigt ihr irgendwelche Dienste hier im Ebenerz? Das bin ich. Habt ihr noch mehr dumme Fragen? Ich bin Fralt, Krieger und Ritterprotektor. Derer, die man oft einfach kaiserliche Legion nennt. Das ist ein Ritterprotektor. Die Legion wählt nach das sind die Anforderungen. Anstand. Salin Sareti, ein Kriegswappenträger im Turm der Abenddämmerung in Geisterpfort behauptet, dass wir keinen Anstand haben. Geht und schlagt ihn in einem Duell von Witz und Poesie. Wett. Er hat gesagt, wir hätten keinen Anstand. Das sieht seinesgleichen ähnlich, so zu denken. Okay. Ich habe ein paar Lecks.
So, das kennen wir schon. Ein Soldat berichtete mir, dass man aufgrund all der Unruhe in Cyrodiil möglicherweise die stationierten Legionen zurückrufen muss, um den Kaiser zu schützen. Von der kaiserlichen Kommission hierher gebracht, nicht wahr? Ihr seid ein Freund, also an eurer Stelle würde ich mit Rufinus reden. Er hält seine Ohren offen. Okay, keine Ahnung, wer Rufinus ist, aber egal. Moment mal, ist da der Rufinus vielleicht dabei? Rufinus Altius ist der Magistrat des Kaiservolks. Okay. Na gut. Von mir aus. Schmuggel ist das gewinnbringendste, aber auch gefährlichste Unternehmen in Warenfeld. Ihr findet ihn im Schloss an den Kammern des Großen Rates. So, so. Na gut, dann machen wir doch das da zuerst. Der Kriegswappenträger Salin Zareti in der Geisterpforte behauptet, dass wir keinen Anstand hätten. Frald beauftragte mich, Salin Zareti zu einem Weitstreit herauszufordern, bei dem Witz, Poesie und Ehre gefragt sind. Ich habe immer noch Lags, so wie es aussieht. So, Geisterpforte, wie kommen wir da am besten hin? Von Caldera bzw. Balmora. Dann würde ich... zur Caldera Magiergilde reisen. Und das geht am schnellsten tatsächlich über Rückkehr. Und weil das Mana alles ist, würde ich sagen, wir rasten auch kurz. Zweimal Wasseratmung geht noch. Geheilt. Sehr schön. So, dann geht's jetzt erstmal ab nach Balmora. So, über die Almsivi-Intervention. Hier dann ganz schnell in die Magiergilde und der Weg tatsächlich hier ist schneller als... Also wir hätten sowieso, egal ob Rückkehr oder Sibi-Intervention, wir hätten einen Zauber machen müssen, nach Vivek zum Beispiel oder nach Pelagia. Hätten dort dann in Vivek mit der Gondel fahren müssen. Nicht, das wäre der gleiche Weg gewesen wie in Pelagia zu der Taverne, damit wir uns nach Balmora teleportieren können. Wenn dann in Balmora, da hätten wir mit der Gondel fahren müssen, in Vivek, und in... Der Weg von Balmora, von Tempel bis hierher zum Teleportieren, ist kürzer als der vom Vivek, vom Fremdenviertel, von der Gondel, ich finde euch recht hoch zur Magiergilde. Sprecht weiter. Deswegen habe ich diesen Weg gewählt. Denn vom Teleportieren her ist dann wieder alles gleich. Ich grüße euch. Es ist mir ein Vergnügen, euch zu treffen. Schön für dich. So, da entlang.
mal nachsehen. Shoshishi in Dalen Ahnengruft. Ich glaube, wir müssen so hin, aber wir könnten auch einfach querfeld eingehen. Und ich glaube, das möchte ich auch machen. Querfeld eingehen. Und diesen Höllenhund zum Beispiel töten. So, weg mit dem pestkranken Höllenhund. Die Netschku darf leben. Und da würde ich jetzt irgendwie drüber wollen. Frage ist nur wie. Fast geschafft. Ha, geschafft. So, halber Weg ist hinter uns. Und das ist in kürzester Zeit. Mein Quammerkundschafter. So, jetzt sind wir auf dem Weg. Das ist der falsche Weg. Wir müssen noch einmal drüber. Oh, das sind lauter Klippenläufer. Der erste hat uns gesehen. Ausdauer ist ziemlich gering. Okay. Wir haben, glaube ich, sowieso unbedeutende Seelensteine. Dann sammeln wir doch gleich mal die Seelen. Seele 1. Na komm. Seele 2. So, das waren jetzt, glaube ich, 4 Klippenläufer. Darunter ein Erkrankter. Ja, 3 normale und ein Erkrankter. So,